Vielen Dank der Mannschaft aus Bamberg, vom Voltigierverein Bamberg, vorgestellt von Katrin Ulrich auf Dagino für den Landesverband Bayern. Und habt ihr euren Schreck verdaut? Geht's langsam wieder. Die Maren war das, gell? War das die Maren, die noch beteiligt war? Geht's dir wieder gut? Da bleibt dann erstmal die Spucke weg, ne? Okay, das war ein Missgeschick, aber ich glaube, nach dem ersten Schreck habt ihr das ganz gut wieder hingebogen, oder? Da muss man erstmal den Nerv dazu haben, dann wieder zur Tagesordnung überzugehen.
Ihr seht, alle haben den Schreck mitgekriegt und alle haben mitgefiebert und mitgelitten in dem Moment und euch die Daumen gedrückt, dass es gut weitergeht. Denn euer Dagino ist ja nun ein Alterfahrener, ne? Der euch auch schon zur fränkischen Meisterschaft getragen hat mit seinen 19 Jahren. Ne? Da ist Erfahrung drin. So. Dabei habt ihr ja eine richtig hohe Kür. Und die ist auch sicher, normalerweise, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir sind uns im Klaren drüber, bei der Ausführung wird es jetzt ein paar Abstriche gehen, das ist klar. Mal gucken, was es ansonsten gibt. Sind alle Noten eingeloggt? Sie sind es. Dann können wir loslegen. Gespannt auf eure Wertung. Und dann bitten wir um die Schwierigkeitsgrade. Den Schwierigkeitsnote bitte jetzt. Richter bei A 9,8, Richter bei B 9,6, Richter bei C die 10. Holla, das hat zugeschlagen. Jetzt geht es in die Kürgestaltung. Note bitte jetzt. Richter bei A 7,0, Richter bei B 6,2, Richter bei C 6,8. Na, das ist auch ganz manierlich. So, jetzt gucken wir mal, was in der Ausführung mit dem Sturz zu Buche schlägt. Die Ausführungsnote bitte jetzt. Richter bei A 6,6, Richter bei B 5,8, Richter bei C 6,3. So, wenn man weiß, dass es in der Pflicht nicht so ganz so schön lief, glaube ich, dann haben wir folgende Noten am Ende. Richter bei A 6,218, Richter B 5,867, Richter C 6,111, Endnote 6,065. Nach Pflicht und Tür. Eure Noten und ihr bekommt eure Runde Musik. Und wir kommen zur nächsten Teil.